Man freut sich unglaublich, ist natürlich auch stolz auf die Leistung des Pferdes. Und es ist auch eine tolle Anerkennung, dass Longines diese Veranstaltung dann macht, da auch so eine Anerkennung bekommt, da man als Züchter ja meistens sehr im Hintergrund steht. Die Faszination Pferde lebe ich schon seit meiner Kindheit und ich bin durch Zufall in die Zucht gekommen, also durch eine befreundete Züchterin, und habe dort gesehen, wie schön es dann sein kann mit den Fohlen, und ja, so angefangen und dann nicht mehr davon losgekommen quasi. Sie war immer ausgeglichen, immer menschenbezogen. Man hat diese Bewegungsqualität zwar schon gesehen, aber sie lief da immer ganz locker und entspannt hier auf der Wiese rum. Das heißt, über 50 Jahre züchte ich jetzt hannoversche Pferde. Ich züchte die 8. Generation inzwischen. Ein Studienaufenthalt in Amerika habe ich Kontakt bekommen zur Vollblutzucht und das hat mich mein Leben lang nicht wieder losgelassen. Sehr, sehr schick und aufgemacht und zeichnete sich dann später aus durch ein sehr, sehr ausgeglichenes Temperament und einer sehr, sehr guten Trabmechanik, und das zeigt er, glaube ich, heute noch. Wir waren mal als Fohlen auf einer Fohlenschau, und Chipmunk legte sich als erstes erstmal hin und schnarchte. Ne? In dem ganzen Gewühl der ganz anderen Zuchtstuten und Fohlen. Er legte sich einfach hin und schnarchte oder schlief eine Runde. Das hat mich sehr beeindruckt. Immer wenn wesentliche Turniere waren, bin ich angereist oder bin ich hinterhergefahren und habe mir mein Pferd angeschaut. And I think I'm always interested in breeding. The goal of my breeding is breeding horses for my sons to ride. I want a horse who can jump with good gaits, and a horse who can gallop in the field and so. I never thinking to breed a world champion. There was nothing special. It was a little foal, and without long lines. But now, when I see him on television, he looks very his mother. It's like a copy of his mother. I'm very proud to win. I think it's the proof that a little breeder can win a Longines award.